Und herzlich willkommen, das ist CypherPolex und im heutigen Video, wie könnte es anderes sein, es geht natürlich um die aktuellen Ereignisse und diesmal kann ich das natürlich hier komplett mit Kit verknüpfen. Es ist natürlich wieder absolut genial, was uns Oda in den neuesten Spoilern bzw. überhaupt im neuesten Kapitel präsentiert hat und ich muss schon sagen, es war wirklich von der Informationsdichte her mehr als ich erwarten konnte. Ich hatte es bereits in anderen Videos mal erwähnt. Oder übertreibt gerade ein bisschen, erwascht gerade ein bisschen. Wir haben gefühlt in den letzten 15 Kapiteln mehr Informationen bekommen als in den letzten 4 Jahren. Und mit gefühlt meine ich, wir haben mehr Informationen bekommen als in den letzten 4 Jahren. Weil so lange ging nun mal Wano Kuni und dementsprechend ist natürlich alles, was jetzt abgespielt wird, zack auf zack auf zack. Und diesmal natürlich haben wir jetzt auch wieder neue Informationen bekommen und speziell natürlich auch über den Wookiee-Port-Vorfall. Wir wussten ja nur, irgendwie ist Corby dort als Held hervorgegangen, Law war wohl unmittelbar daran beteiligt, aber viel mehr wussten wir gar nicht. Wir wussten natürlich auch, im Zuge dessen hat es Law irgendwie geschafft, als einer der 7 Samurai hervorzugehen, was natürlich auch sehr interessant war. Aber es wäre auch mehr so ein beiläufiger Aspekt, weil er ja wohl 100 Herzen gesammelt hat. Und wir wussten natürlich, es sind auch hochrangige Piraten dabei, aber wir wussten auch nicht, wer spezifisch dabei sein könnte. Und natürlich auch im Zuge dessen, Corby war natürlich der Marineangehörige und deswegen ist er natürlich dann dementsprechend als Held hervorgegangen. Was da dann noch passiert ist, war uns ja gar nicht klar. Und jetzt wissen wir natürlich auch, wo sich das wahrscheinlich abgespielt haben könnte, nämlich tatsächlich auf Beehive. Und Beehive war natürlich ein zentraler Ausgangspunkt, der damals durch die Vox-Piraten geprägt wurde. Wir wissen, Sebek hatte sich auf Beehive niedergelassen und es war mehr oder weniger auch seine Insel. Dann natürlich hatte Blackbeard Interesse an der Insel, der ja sowieso Interesse an den Vox-Piraten hat. Ich meine, wie gesagt, sein Schiff heißt Saber of Sebek und natürlich viele weitere Aspekte, die ihn auch irgendwie mit Vox direkt verbinden, war natürlich Beehive auch irgendwo dann auf jeden Fall für ihn sehr, sehr interessant. Und im Zuge dessen natürlich hat man es halt dann irgendwie so konstruieren können, dass sich wohl dort ein ehemaliger Vox-Pirat befunden hat, der wohl auch als Chef der Insel fungierte, nämlich der gute Bang Zi. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Es wurde ja bereits in der Vergangenheit mal thematisiert. Man dachte natürlich auch, es handelt sich dabei um den Ritter, der Thriller Bark, der da im Zuge mit Captain John gezeigt wurde. Jetzt weiß man natürlich, er hat bis dato überlebt und wahrscheinlich lebt er auch immer noch. Es wurde nur gesagt, dass Blackbeard ihn wohl besiegt hat und natürlich er nur mit Corbys Hilfe in die Position gekommen ist, ihn überhaupt zu besiegen. Was natürlich sehr interessant ist. Und heute wollen wir natürlich darauf eingehen, was das überhaupt bedeutet, was dort wirklich passiert ist, warum dieser Mann so wichtig ist und was das natürlich auch mit der Zukunft von One Piece auf sich hat und natürlich auch inwiefern man Kid damit verbinden kann und warum seine Route gerade genau im Prinzip halt dorthin führt und was das, wie gesagt, auch mit den weiteren Aspekten rund um das, was One Piece zu tun hat. Aber bevor wir mit dem Video starten, erstmal natürlich ein großes Dankeschön an euch da draußen. Ihr seid die beste Community. Wenn ihr mich auch weiter unterstützen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt Kommentare und abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, was ich mir natürlich nicht mal mehr vorstellen kann. Dankeschön an euch da draußen, ihr seid die Besten. Und wie immer natürlich gehen auch meine gesonderten Grüße raus an die Agenten der Weltregierung und damit natürlich auch die besten Supporter dieses Kanals, die Berets, die Janus, Sondergleichen. Grüße gehen natürlich individuell raus an Live-Sturmklinge, Johnny, Die Erdbeere, Michael OP, Too Stylish For You, Marcel, Patrick, Flosen, Windmilled of the East Blue und Nightcrawler. Kuss geht raus an euch da draußen und natürlich wie immer im Namen der Gerechtigkeit, CPX bis in die Unendlichkeit, viel Spaß mit dem Intro und anschließend viel Spaß mit dem Video. Ich hatte es ja bereits mal thematisiert. Ich bin bis dato davon ausgegangen, dass Kid wahrscheinlich nach Gaban Ausschau hält und Gaban wahrscheinlich der ausschlaggebende Faktor sein könnte, der dann mehr oder weniger halt diese Legenden mit der neuen Zeitperiode verknüpft und dass es so ein bisschen halt als Übergang fungiert und natürlich auch, dass Gaban halt der letzte Wächter der Grand Line ist. Ich gehe immer noch davon aus, dass Gaban noch eine zentrale Rolle spielt, nur bei den Informationen rund um die neu gewonnenen Fakten gehe ich natürlich jetzt mehr oder weniger davon aus, dass eben ein ehemaliger Vox-Pirat jetzt im Fokus von Kid steht. Und natürlich hängt auch alles unmittelbar daran zusammen. Ich finde es auch sehr interessant hier gerade, dass man einen ehemaligen Vox-Piraten neu inszeniert und auf eine vergangene, abgeschlossene Weise wieder in die Story integrieren will. Man hat es ja geschafft, den jetzt wirklich da auf die perfekte Art einzubauen. Es heißt natürlich, er wurde besiegt von Blackbeard. Wir wissen, Corby war dabei. Wir wissen natürlich, Law war dabei. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Aber, dass der zentrale Ausgangspunkt inzwischen Beehive ist, sollte klar sein. Beehive, natürlich damals schon eine Pirateninsel gewesen und es hängt natürlich auch irgendwie mit Corbys Auftrag zusammen, aber ich würde mal sagen, da gehe ich mal in einem anderen Video drauf ein, wo ich mal generell mehr auf die SWAT-Thematik eingehe und auch wie das Ganze hier vonstatten geht. Da müsst ihr auf jeden Fall noch ein bisschen abwarten, aber das Video wird auf jeden Fall dann auch die Tage erscheinen, könnt ihr euch darauf verlassen. Aber gut, wie dem auch sei, heute gehen wir natürlich darauf ein, wie es denn mit Kid weitergeht und hierbei ist natürlich eine Sache sehr interessant. Dieser Wookiee-Port-Vorfall war natürlich sehr, sehr ausschlaggebend für den ganzen Ruf von
Corby allgemein. Und natürlich wissen wir auch, ähnlich wie bei Gab zum Beispiel, ist dieser Heldenstatus wirklich sehr, sehr hoch anzusetzen. Und natürlich ist es auch nicht immer genau das, was man dann glaubt, was es ist. Wir wissen damals natürlich, Gab ist als Held hervorgegangen, als Held von God Valley und war natürlich auch der einzig Bekannte, der da offiziell mitgewirkt hat. Man weiß natürlich nicht, dass der Goldwater mit von der Partie war und dass sie halt natürlich zusammen gegen Sebek gekämpft haben, was wahrscheinlich noch so passiert ist. Wahrscheinlich hat sie auch noch Whitebeard dann gegen seinen Kapitän gestellt und natürlich Kaido war auch nicht dabei, Big Mom vielleicht nur sporadisch, den er abgehauen ist. Shiki hat vielleicht aktiv mitgekämpft, was die spätere Rivalität zwischen Watcher und Shiki auf jeden Fall erklären würde. Aber gut, so oder so ist natürlich für die Marine und vom Status her und vom Ruf her am wichtigsten, da jemand als Helden sozusagen hervortun zu lassen, und das zeigt natürlich auch, Gab es in dem Fall als Held hervorgegangen. Jetzt ist mir natürlich, ein ungleiches Bündnis hat ebenfalls wieder stattgefunden, nur diesmal ist es viel mehr von Feindschaft geprägt als jedes andere Bündnis, nämlich haben sich dann indirekt Corby und Blackbeard zusammengetan, um gegen einen ehemaligen Vox-Piraten vorzugehen. Und das ist natürlich hier unglaublich interessant. Zum einen natürlich können wir davon ausgehen, wenn Blackbeard das so formuliert, dass er nur aufgrund der Tatsache, dass Corby jetzt im Vorhinein schon anwesend war oder halt Corby überhaupt irgendwas getan hat, in die Position kam, eben ihn auszuschalten, zeigt es auf jeden Fall. Sie haben auf jeden Fall schon gekämpft, wahrscheinlich mit Laws Hilfe. Blackbeard kam halt dann irgendwann, ähnlich wie bei Whitebeard, und hat dann wahrscheinlich schon einen geschwächten Feind besiegt. Vielleicht sogar jemand, der noch irgendwo relativ bei Kräften war, aber so oder so kann ich mir gut vorstellen, das waren hier zwei unterschiedliche Ziele. Blackbeard wollte nach Beehive, Corby aus anderen Gründen, Law wahrscheinlich auch wieder aus anderen Gründen oder war bereits schon dort, weiß man natürlich nicht. So oder so haben sich auf jeden Fall alle zusammengetan und dann in irgendeiner Form halt einen ehemaligen Vox-Piraten besiegt. Und ich muss schon sagen, Uchuchuku ist natürlich hier extrem interessant zu betrachten. Uns sind ja wirklich nur zwei Leute noch bekannt, nämlich eben Wang Zi und natürlich Silver Axe. Bei Silver Axe tendiere ich immer noch dazu, dass es sich wahrscheinlich dabei um Shaggy handeln könnte. Wir haben jetzt natürlich auch erfahren, sie war zwei Generationen vor Boa Hancock, ehemals Anführerin von Amazon Lily, auch Anführerin der Kuya Piraten. Und natürlich ist sie dann irgendwie halt auch rausgetreten. Das schließt aber gar nicht aus, dass sie dann faktisch dann trotzdem in die Position gekommen ist, sich mal Vox anzuschließen. Sie sieht ja auch wirklich sehr, sehr jung aus. Und jetzt, wenn man überlegt, sie war wirklich zwei Generationen vorher präsent, weiß ich gar nicht, wie man das hier gemacht hat. Also Boa Hancock sieht ja auch irgendwie sehr jung aus und sehr hübsch aus. Wahrscheinlich wird dann wirklich auch die hübscheste gewählt und die wird dann als Anführerin dienen. Und irgendwie kann ich mir auch vorstellen, im Zuge dessen war Shaggy einfach vorher oder nachher auf jeden Fall mal Mitglied der Vox-Piratenbande. Würde natürlich dann auch die Freundschaft mit Rayleigh erklären. Und natürlich erklärt es jetzt auch, warum sich Rayleigh in irgendeiner Form auf Amazon Lily niedergelassen hat und warum er natürlich auch so eine Beziehung zu den da Ansässigen unterhält, weil man toleriert ja normalerweise gar keine Männer, aber Rayleigh wird ja wohl akzeptiert und jetzt wissen wir natürlich auch warum. Ist natürlich sehr interessant. Gut, aber wie dem auch sei. So oder so haben wir jetzt auf jeden Fall dieses Bündnis gehabt und wir wissen natürlich, die Vox-Piraten spielen eine zentrale Rolle. Und natürlich wissen wir auch, der Wookiee-Port-Vorfall war völlig anders, als wir es dachten. Es gab eben dieses Bündnis, man wollte natürlich nicht offensichtlich sagen, dass Blackbeard da mitgemischt hat, trotzdem hat sich wahrscheinlich auch im Zuge dessen sein Kopfgeld erhöht. Viele haben sich jetzt gewundert, warum sein Kopfgeld jetzt zum Beispiel von 2,4 und auf 3,9 und hochgegangen ist. Naja, es ist ein bisschen schwieriger. Durch die Ereignisse von Marineford geprägt und durch den Vergeltungskrieg mit Marco gab es natürlich dieses erste Kopfgeld. Wahrscheinlich gab es sogar nochmal ein Zwischenkopfgeld, muss nicht sein, kann aber auf jeden Fall eine Möglichkeit sein. Und das aktuelle Kopfgeld mit allen Ereignissen mit einbezogen und dann natürlich jetzt auch mit den Wookiee-Port-Fällen einbezogen auf jeden Fall, wissen wir, dass sein Kopfgeld eben jetzt derartig angestiegen ist. Das erklärt natürlich auch sein entsprechend hohes Kopfgeld. Aber gut, die Frage ist natürlich, was wollte Law auf dieser Insel? Wie gesagt, Corby, komme ich mal in einem anderen Video dazu, wo ich überhaupt mal Sword generell erkläre. Und natürlich Blackbeard wollte nach Beehive, einfach als Anlehnung auch für die Vox-Piraten. Und natürlich passt es halt auch, dass er den ehemaligen Vox-Piraten dann besiegt, wenn er in dem Weg steht. Ist natürlich auch kein Problem, ich hatte ja auch mal ein Video zu Blackbeard gemacht. Aber die Frage ist, was wollte Law dort? Wir wissen, Kid sucht irgendjemanden, der wohl gebrandmarkt ist. Und dementsprechend natürlich wollte er die Information noch nicht weitergeben. Law hatte gar kein Problem damit, die Information auf dem Ponyglyph weiterzugeben und wollte sie auch mit Kid teilen. Ich meine, sie waren schließlich Alliierte, sie haben sich verbündet, sie sind gegen die Kaiser vorgegangen und es passt natürlich auch zusammen, dass sie auf die Art zusammen gekämpft haben und sich halt wirklich auch in irgendeiner Form verstanden haben. Dann kam Kid mit dieser Information raus, dass es wohl jemanden gibt, den man als den Gebrandmarkten bezeichnet, der natürlich irgendwie eine große Nummer zu sein scheint, der aber noch nicht bekannt ist und der trotzdem aber Wissen um das Vampir besitzt. Und das ist natürlich hier sehr interessant. Law hat das schon irgendwo tangiert, aber wir wissen natürlich auch nicht, in welchem Zusammenhang. Und die Tatsache allein, dass Kid gefühlt mehr als Law weiß, war schon für mich so ein bisschen komisch. Und ich dachte, okay, Law wird wahrscheinlich entweder nach dem Ausschau halten oder er war bereits dort. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Law an ähnliche Informationen gekommen ist, genau wusste, was Kid jetzt machen will, auch genau wusste, wo er hingeht. Es ist natürlich nicht ganz kalkuliert, dass Kid gerade nach Beehive unterwegs ist. Es ist natürlich eigentlich Zufall, aber dort wird er auf jeden Fall rausfinden, dass der ehemalige Anführer sozusagen von Beehive, der ehemalige Boss von Beehive, eben dann Wang Zi war.
Und das wird mich natürlich auch darauf schießen lassen, dass er noch am Leben ist und das Kind jetzt genau nach diesem Mann sucht. Und der Gebrandmarke passt natürlich auch. Es könnte einfach damit zusammenhängen, dass er zu dem Zeitpunkt gebrandmarkt wurde und vielleicht auch Lorwyn die Information deswegen so ein bisschen verwirrt war, weil es ja auch ein paar Jährchen zurückliegt. Und dementsprechend natürlich muss man es hier zeitlich gesehen ein bisschen anders einordnen. Deswegen kriegt er vielleicht erst im Nachhinein diesen Namen zugeschrieben oder er hat ihn halt schon vorher und Lore konnte es einfach nicht einordnen. Oder Lore wusste halt wirklich Bescheid. So oder so heißt es halt, Lore und Kit haben denselben Informationsgehalt und wissen auch genauso viel wie der jeweils andere. Und so kommt Kit in die Position, eben einen ehemaligen Vox-Piraten aufzusuchen. Und es macht natürlich auch Sinn, dass sie über das Vampir Bescheid wissen. Eine Sache ist klar. Die große Zeitperiode, die Prime sozusagen der Vox-Piraten, fand natürlich vor der Voyager-Ära statt und somit ist es natürlich hier anders einzuordnen. Das One Piece ist natürlich ein Schatz, der mehr oder weniger durch Voyager geprägt wurde. Dennoch handelt es sich ja hierbei um irgendwas Klassisches, irgendeinen klassischen Schatz, irgendwas Greifbares im klassischen Sinne, was wahrscheinlich auch eben mit dieser Prophezeiung zusammenhängt, mit dem Poneglyphen, der vielleicht sogar auf Laugh Tale verankert ist und vielleicht sogar mit einer Zukunftsprognose, die man eben dadurch halt dann gewinnen kann. Das als One Piece zu betiteln, ist natürlich nur eine Klassifizierung hier, die dann durch Voyager dann im Prinzip die Wege geleitet wurde. Andererseits hingegen waren die Vox-Piraten ja auch auf der Suche nach irgendwas und haben ja natürlich auch eine Ära geprägt. Und das heißt natürlich, sie hatten auch derartige Informationen. Vielleicht waren sie bereits schon auf Laugh Tale und kennen eben genau auch den Standort des One Piece. Sie haben ihn halt nur anders eingeordnet oder sie haben ihn halt anders betitelt. So oder so bezweifle ich aber, dass eine derartig mächtige Crew, die dann wirklich mit so einer gemeinsamen Stärke niedergemacht wurde, gar nichts über das One Piece weiß. Whitebeard wusste, dass One Piece existiert. Ob er das jetzt von Voyager erfahren hat, naja, schwierig zu sehen. Sie hatten sich zwar immer mal wieder getroffen und sie standen zwar im Kontakt, dennoch muss man hier sagen, dass er diese Information vielleicht schon vorher hatte und die natürlich durch seinen ehemaligen Kapitän bekommen hat. Und das heißt natürlich auch, alle ehemaligen Vox-Piraten wissen zumindest, dass One Piece existiert. Vielleicht wissen manche mehr, vielleicht wissen manche weniger. Big Mom und Kaido hatten wahrscheinlich sogar genug Informationen, sie hatten nur nicht die letzten Informationen sozusagen, um die Insel dann zu finden. Und das war natürlich auch dann eben so ein kaltes Kriegsszenario, weil jeweils der andere in Poneglyphen besaß. Und deswegen hat man natürlich auch vehement verhindern wollen, dass sich die Vox-Piraten auf die Art wieder zusammentun, weil durch diese Verkettung der Informationen und eben durch diesen Austausch von Wissen, der natürlich dann eben nicht passiert ist, hätten sie ja theoretisch in die Position kommen können, eben die letzte Insel zu finden, weil sie auch mehr wissen als der Rest. Und wenn wir hier zum Beispiel Wang Zi betrachten, der sich dann eben auf Biaf niedergelassen hat, wird auch logistisch gesehen klar, Biaf ist eine der letzten Inseln und es würde natürlich auch strukturell passen, dass man im Nachhinein dann zum Beispiel noch sowas wie Voyager auslegt und dann kommt halt dann wirklich Laugh Tale. Und die Informationen, die er besitzen könnte, sind natürlich auch präsent. Es ist erstens eine Pirateninsel, da kommt vieles zusammen und generell natürlich, wenn man sich als Boss von Biaf hervortun möchte und irgendwie mit der Ära der Vox-Piraten geprägt wurde, heißt das natürlich, man ist sowieso präsent. So könnte man halt wirklich wieder mal eine Legende mit einer erneuten Wookiee-Theorie sozusagen verknüpfen. Man könnte diesen Wookiee-Aspekt nach vorne tun und eben die Legende halt auch wieder präsent zeigen. Man könnte auf die Stärke dann anspielen, man könnte eben das Wissen damit verknüpfen. Es würde alles zusammenpassen. Und auch, dass Lore halt sich damals eben wohl auf Biaf befunden hat, wo halt dann eben der Wookiee-Port-Vorfall stattfand, zeigt mir, diese Informationen könnten bereits zu Lore durchgedrungen sein und Kid will jetzt auch eben in dieselbe Position kommen. Die Frage ist halt nur, wurde Wang Zi wirklich besiegt? Wurde er getötet? Oder hat er überlebt? Das heißt natürlich, entweder ist jetzt Kid auf der Suche nach jemandem, der schon gar nicht mehr lebt, was natürlich dann schwierig wäre, oder er wurde vielleicht sogar von der Marine gefangen genommen, was dann eben Corby als Held hervorgetan hat und durch Lore bedingt sind sie vielleicht sogar an das Herz von ihm gekommen. Und das zeigt natürlich, es könnte wieder in die Richtung gehen, dass wir tatsächlich in irgendeiner Form Impel Down 2.0 bekommen, nur wahrscheinlich halt ohne die Strohpiraten, aber auf jeden Fall wieder ein Ausbruch inszeniert wird oder sogar jemand aktiv dieses Gefängnis angreift. Wer weiß, was dann passiert. Wir wissen ja nicht, wo sich Wang Zi jetzt befindet. Wenn er überlebt haben sollte, denke ich tatsächlich, Kid ist auf der Suche nach ihm und dementsprechend passt es, wie gesagt, von den Ereignissen auch her perfekt zusammen. Aber gut, was sagt ihr? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Ansonsten dem nichts mehr hinzuzufügen. Im Namen der Gerechtigkeit, in nomine Justitia, bis dato. Bis zum nächsten Mal.